Comics. Für viele eine schnelllebige Massenware. Dass dem nicht immer so sein muss, zeigen Graphic Novels, thematisch anspruchsvolle Comics im Buchformat. Wie diese erschaffen werden, lernen zurzeit die Teilnehmer eines Kurses der Sommerakademie auf der Festung Hohensalzburg. Da haben wir so eine Art System erschaffen müssen, so Beziehungen miteinander in so eine Art Karte verankern. Also weg vom typischen Comic-Panel. Und das ist eben die Geschichte über eine Art Kaffeebohne und die so den ganzen Weg, wie die eben von der Farm dann schließlich irgendwo in Paris endet und dann einem hoffnungslosen Schriftsteller irgendwie Inspiration liefert. Also in einer vollen U-Bahn kann sich der Mensch auch ganz alleine und für sich fühlen und einfach seinen Gefühlen nachgehen. Und dann gibt es eine Szene, wo man einfach nur diese Person sieht und die ganzen Menschen sind weg und sie singt ein Lied. Also die ist von diesem Lied umgeben, praktisch in ihrer eigenen Welt. Leiter des Kurses ist Sanat Banerjee, ein Graphic Novelist aus Indien. Für ihn unterscheidet sich die Graphic Novel nicht vom herkömmlichen Comic. Die beworbene erzählerische Komplexität ist rein subjektiv. Alle Graphic Novels sind Comics. Graphic Novels sind nicht immer von hoher Qualität und Comics nicht immer von niedriger. Es gibt sehr schlechte Graphic Novels und wirklich gute Comics. Es liegt größtenteils beim Autor, für welchen Begriff er sich entscheidet. Am Freitag, den 15. August, findet von 16 bis 20 Uhr ein Tag der offenen Tür in der Klasse von Sanat Banerjee statt.